Herzlich willkommen zur 11. Folge von Dead Island, dem Dolan Super City Spiel. Ich weiß, wir haben das letzte Mal woanders aufgehört, aber aus meiner Sicht sind mittlerweile schon wieder 2 Tage vergangen. Deswegen muss ich kurz gucken, wie die Steuerung eigentlich funktioniert. Ah, ja, hier haben wir aufgehört. Maybe there's something useful. Boah, die schreit aber ganz schön. Moment. So. Ja, der Dialing geht weiter. Ich weiß noch nicht, ob ich danach sofort auch schon dann das DLC spielen werde. Das ist halt das Problem, dass ich es noch nicht so richtig weiß. Wie sind wir das letzte Mal verreckt, das weiß ich schon. Hallo. Ich habe, dass meine Waffen alle kaputt sind. Genau. So hat es gestern aufgehört. Mit Glück haben werden wir gleich in den nächsten Raum rein teleportiert, wo wir aufgehört haben. Genau hier haben wir aufgehört. Daran kann ich mich noch ganz gut erinnern. Wir sollten nicht in den Raum hinten reingehen. Boah, ganz weiter. Ich hab das Spiel mittlerweile voll vergessen. So. Gut, Steuerung weiß ich noch teilweise. Ja, können wir dann gegen den nächsten in den Kopf schmeißen. Zu schick gegen dir da. Das wäre, ja. Lustig. So. In der Zwischenzeit kam auch jetzt die E3. Ja? Das heißt, es ist wieder eine Menge passiert in dem Zeitraum. Weil, nämlich, bei mir war ja zum Beispiel mein Highlight jetzt ganz klar Halo. Es kam trotzdem auch noch einige gute Spiele wie Blair Witch Project. Was ist jetzt los? Borderlands, es gibt viele Spiele, die jetzt sehr noch rauskommen. Blair Witch Project würde auch ein Spiel sein, das ich spielen werde. Ob dann schon die Facecam dabei ist, das weiß ich nicht. So. Wir müssten einmal unsere Waffen reparieren. So. Haben wir schon. Das ist so ein Nebenquest. Genau, das können wir noch nicht machen. Boah, meine Fresse. So, ich muss kurz mal wieder die Waffen hier rausholen. Das können wir noch nicht. Hab ich nicht gerade eine Waffe aufgehoben? Aber ich keinerlei Ahnung. Ah, das Viech. Gut, die Zombies damit abschmeißen. Vor allem die da hinten, die hängt gerade so elegant. Ich erhöhe sie mal von ihrem Leid. Wow. Ah, ich bin krapscht die ganze Zeit.
löse dich mal kurz von deinem Leid. Schau mal nicht an dich ran. Diese Anstrengung die ganze Zeit. Also das Spiel ist echt schwer, muss man sagen. Wahrscheinlich, wenn man dann da zu viert rumrennt, dann ist es wahrscheinlich was anderes. Hallo? Sauna. Ach Mann. So schaffe ich das nie rechtzeitig. Okay. Das mal als Kuss zählen lassen. So, noch ein Auswahl. Diese ganzen sammelbaren Sachen hier. Da. Runenfrieden. Huch. Ich glaube tatsächlich, wir kommen, es dauert nicht mehr so lange bis unsere ersten Schusswaffe. Irgendwo muss es ja eine geben. Ich dachte gerade, ich hätte eine dabei. Sah gerade so kurz danach aus. Erinnert mich irgendwie an den Start hier. Sah ja fast genauso aus. Gleich. Da gibt es noch XP zum Finden. Nächster bitte. Huch, nicht so schnell. Mistviech. So. Ich werde dazu auch nochmal separat natürlich noch ein Video machen, wo ich nochmal ein bisschen das so dazu schreibe, wie es in der Zukunft noch weitergehen wird mit diesem Kanal. Ah. Muss ich aber das noch machen. Markenschippern, ja. Oh. Warum sind das hier so viele, ey? Wünsch die Wand über uns an. Ich weiß. Jetzt hätte ich es wieder geschafft, ist doch immer so. So, unser Charakter muss eigentlich mal wieder fett werden, so viel wie sie frisst. Hey, Ken. Maybe there's something useful. It hurts bad. I need something pain. Otherwise, I ain't gonna fucking make it. Give me something. There was a first aid kit with morphine. In the medical room. If you can find it. Hurry. Bis dahin bist du auch sicherlich wieder ein Zombie geworden. Ich liebe das einfach. So. Moment. Ich muss hier gerade kurz was umstellen. Ich hab's gleich.
So, jetzt kann es weitergehen. Ach. Ich mag die immer noch nicht, diese Viecher. Ich hasse die einfach. Ich habe keine Kontrolle über die, wenn sie zuschlagen. Ist mir so voll random gefühlt. Ich schmeiß ihn gleich eine fucking Dio-Bombe rein, Alter. Digga, das meinte ich so. Das ist so dieser Schlag aus dem Nichts einfach. Das ist so. Alter. Steht ganz gechillt. Der Pam so aus dem Nichts. Richtig. Round 2. Born in hell. Ich hasse es. Schade, ich hatte kurz eine Pistole. Aber wieder hat man Hoffnung. Dass man die alles als Waffe nutzen kann. Sehr fragwürdig. So, jetzt gehen wir zurück. Ist wahrscheinlich jetzt schon ein Zombie geworden. Nee. Oh yeah. That's better. But I need more. Just wanted to see it, Mom. Just wanted to see the puppy. I'm so sorry I made you mad, Mama. Don't be mad. Oh, don't be mad at me. Okay. Poor bastard. Jesus Christ. Hey. Nein. You need that money. Aber ich weiß ja nicht, dass ich die hinsetzen können. Sturköpfe. Okay, Stock macht zwar 0 Schaden, aber ich nehme jetzt trotzdem mit. Mir gehen langsam alle Waffen kaputt. So, Pokémon reicht's ja. Nein. Da gefällt mir das schon mehr. Ich weiß nicht, warum man da so gut dasteht. Stück Seife im Büro, kennt man. Jedes Mal einen Schlag mitgeben, das ist lächerlich. Aber das ist schön. Was machen wir denn da? Bewegungsgeschwindigkeit. Haltbarkeit haben wir auch schon gut hochgeschraubt.
Oder ist tatsächlich Haltbarkeit machen? Ich glaube, das finde ich sogar tatsächlich schlimmer. Ich weiß nicht, was kommt denn jetzt eigentlich als nächstes? Ausdauerkosten, schon kritischen Treffer zu machen. So alles nicht schlecht. Jetzt bräuchte ich nur mal scharfe Waffen. Das wäre das nächste. So, diesem Stock, den ich in den gedeppert habe. Ich brauche mich nicht so lange nicht umgucken. In Badezimmern gibt es kaum was. Hallo? I just saw you. Okay. Scheiß Türen. Oh, das ist nicht schlecht hier. Ah, hier schon durchlooten. Fleisch. So. Lass uns hier mal durchschlagen einmal für den wieder. Was wird das hier? Okay. Can't hurt to look. Es wäre geil, wenn ich wirklich mal in Deutsch rauskam. Wird aber nie passieren. Von denen kriege ich doch sicherlich jetzt eine Pistole. Pay attention now. Listen carefully. Moment. Die ganzen PCs brauchst du ja nicht, oder? Einmal kurz hier lang sammeln. So, jetzt. Listen, the hotel security system is fraud. Some of the security cams are deactivated and some of the key corridors have been blocked, including the one to the parking garage. Needs to be rebooted. Luckily, you can reset it manually in a server room. But first you gotta get past those bloody psychos. I used to work with those poor bastards. Jesus Christ. Rebuilding it isn't difficult, but it does take some time. Follow the on-screen instructions and there shouldn't be a problem. Watch your back though. Who knows who and what is in there? Sieht aus wie Trevor Osgood, ja. Okay. Also würde ich hier ran. Ein Streitkolben, Leute. Gönne ich natürlich. Ist ganz schön teuer. Ach, aber was soll's. Oh, also ich kein Geld mehr. Krass. Bernd, ist jetzt die stärkste für dich, ja, richtig? Ja. Ich habe das Gefühl, dass dieser Quest noch sehr lange dauern wird. Das ist mit Looten. Ich häng fest. Unfair. Fuck. Bleib dazu. Hat er mir wieder die Post gekriegt. Sind das alle?
Okay. Ich würde sagen, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Somit auf Wiedersehen.